Hallo, hier bin ich wieder, der witzig und funny. Ich habe gesagt, wenn hier das erste Video von mir so halbwegs gut ankommt, dann mache ich das zweite Video, wo ich über die Neuigkeiten über Minecraft erzählen werde. Sehr viel Neues ist gekommen bei der 1.8er Version. Ab 1.8 Minecraft sind sehr viele neue Sachen gekommen, die was es sonst noch gar nicht gegeben hat. Zum Beispiel der Enderman, ich glaube, den kennt jetzt eh schon jeder. Ganz schön gruselig, wenn man den sieht. Also er ist ganz schön groß. Schaut sehr alternativ aus, schwarz. Und er kann Blöcke stehlen. Und er kann sich teleportieren. Und wenn man ihn besiegt, dann bekommt man die sogenannten Enderperlen. Das ist auch so neu. Mit diesen Enderperlen kannst du dann auch Enderaugen machen. Und dann kannst du sogar gegen den Ender Dragon, gegen den Enderdrachen kämpfen. Der Enderdrache, da musst du so eine Art Ritual, glaube ich, machen. Ich habe es selbst noch nicht ausprobiert. Und dann was. Da passiert irgend sowas, man muss gegen die kämpfen. Das ist der erste offizielle Boss in Minecraft. Ja. Ganz neu ist auch, wenn ihr so eine neue Version halt 1.8 oder so habt, dann ist euch sicher schon aufgefallen, dass ihr neben den Herzen, und zwar hier so rechts daneben, habt ihr dann so eine Futterleiste mit solchen Keulen. Und zwar, wenn ihr rennt, also sprintet, das ist auch was Neues. Und zwar, wenn man zweimal hintereinander die W-Taste drückt, dann rennt man schnell, also man sprintet. Das macht das Rennen sehr viel einfacher, also das die Fortbewegung. Und ja, dann ist es halt noch, wenn man sprintet und so und viel abbaut und so, dann schwindet die Futterleiste und du kriegst sozusagen Hunger. Und da kommen wir zum Essen. Schweine geben wie in den alten Versionen Fleisch ab, Schweinefleisch. Und die Kühe geben jetzt nicht nur Leder, sondern auch Fleisch ab. Und zwar Steaks. Die bekommst, wenn du sie halt tot machst halt. Sehr viel sogar, finde ich. Und sehr viel Leder. Also der Rohstoff. Bei den Schafen hat sich nichts geändert, aber dafür, ich glaube, Tintenfische sind auch neues bei 1.8, ja. Und dann gibt es noch, wenn man Tiere oder Monster oder sonst was umbringt, bekommt man kleine grün-gelbe Kügelchen, die kannst du aufsammeln. Dann siehst du das unter den Herzen und unter der Futterleiste so eine Art grüne Zelle kommt da. Und wenn du genug davon gesammelt hast, dann ist die Zelle voll und es steht ein 1er dort, das heißt, man ist sozusagen Level 1 oder so. Ob man da stärker wird und es mehr Schaden macht, das ist nicht so, aber man kriegt da sozusagen irgendwelche Levels oder so. Ich weiß eigentlich selber nicht ganz so genau, was es sein soll. Also jetzt von den Monstern her, ja, bis auf die Endermans, es gibt auch Monster, die habe ich noch nicht gesehen, die was aber auch neu dazu gekommen sind eigentlich. Ich weiß jetzt nur nicht, wie die heißen, ist jetzt eigentlich auch egal. Nur sozusagen, ja, ist normal, Creeper, Spinnen. Ach ja, genau, wegen der Spinnen, es gibt die normalen Spinnen, die leben draußen halt. Und in den Höhlen gibt es aber die neuen Spinnen, das sind die Höhlenspinnen. Die sind kleiner. Und die sind eher mehr so blau. Und wenn du von denen gebissen wirst, bist du für eine kurze Zeit vergiftet. Sie gehen aber auch schneller kaputt, also wenn du sie hast. Du bist auf jeden Fall vergiftet und du kriegst halt Schaden, weil du vergiftet bist. Das ist eigentlich logisch. Und ja, das war's eigentlich. Noch bessere Grafik ist halt auch dazu kommen bei 1.8 und so, 1.9 und so. Aber eigentlich fällt mir jetzt sonst noch nichts mehr ein. Vielleicht wisst ihr noch was. Das, was ich jetzt nicht gesagt habe, das könnt ihr halt in den Kommentaren schreiben oder so.
Ihr könnt es mir auf jeden Fall schreiben, ob ihr irgendwas wisst, noch was ich hier jetzt gerade nicht erwähnt habe, was neu dazu gekommen ist. Also, bis dann, bis zum nächsten Mal.